Hallo und herzlich willkommen hier zum Landwirtschaftssimulator auf der Tubewas Map zusammen mit Noob Hunter. Hi. Ja, und das war's auch schon. Hey. Schauen wir mal. Boah, ich finde unsere eine Garage, da sieht einfach nur so bullig aus, ey. Das ist geil. Richtig geil. Bei 8400 R, ne? Kann ja sagen. Ist eine Granate. Hast du schon Eier, wenn du so ein Ding hast? Ich denke mal, der nächste wird dann ein 800er oder 900er Vario. Eigentlich ein 900er, wenn du es so nimmst. 900er. Eigentlich muss es ein 939 werden. Auf ein 1000 habe ich irgendwie gar nicht so viel Bock. Aber mit Chip-Tuning, damit du auch schön 70 wärst. Oh, dann hat er auch 420 PS, aber weiß keiner. Wer hat 420? Der hat der 939 mit Chip-Tuning. Der fährt 70 und hat 420 PS. Okay. Das ist auch der, den wir hier drin haben? Ja. Wenn du ein bisschen was konfigurieren kannst. Kannst du auch rausfinden, welche Kabine. Ich will den Case kommt. Nicht rausschmeißen dafür. Ja, ich will den Steier wegpacken dafür, ja. Welchen Steier? Haben wir den nicht mehr? Ich glaube nicht. Wo soll der denn stehen, wenn wir den noch haben? Haben wir den noch? Weiß gar nicht. Haben wir nicht. Wir haben den Axion, den John Deere, den Lindner, den Case, den Manitou. Das war's. Kein Drescher mehr. Wir haben 5 Geräte, in denen man arbeiten kann. Mit denen man arbeiten kann. Gut, ja. Also ist nicht so großzügig eigentlich. 3 Geräte, wir könnten ja überlegen, vielleicht ja, mal wieder mit zuschauen und so weiter zu spielen, ne? Ja, dann bräuchten wir auf jeden Fall wieder mehr. Die Frage ist echt, was für Sämaschinen sollen wir behalten? Wir haben einfach zu viele, da müssen wir gleich echt mal drüber schauen. Also die A600 ist jetzt gerade neu, die würde ich behalten. Dann können wir entweder die Lemken oder die Köckerling abgeben. Beide verkaufen. Beide. Dafür was anderes und, holen? Ja, und dafür würde ich für die Köckerling würde ich zumindest die Federstadt Rapid 800 nehmen. Weil hat 8 Meter und hat viel Dünger und viel Sarko-Platz. Und da gehen auch 4 Tonnen oder sowas rein. Allein an Dünger. Und die ist halt wendig wie sonst was. Da halt eine Horsch. Sieht auch ganz schön aus. Die Pronto. Aber weniger Dünger und Sarko-Tank. Dafür aber 1 Meter mehr Arbeitsbreite. Also von mir aus können wir auch ein bisschen schneller spulen. Ja, es geht mir nur so um die Tiere. Also. Weil ich keinen Bock habe, die ganze Zeit nur bei den Tieren zu sein. Und das ist bei 120 eigentlich schon der Fall. Wie heißt die Karriere? Eine Solitär. 5 Meter. Nee, die Rapid. Die 6 Meter, die haben wir doch auch noch. Ja, genau, die will ich auch behalten. Die willst du behalten, die Köckerling weg und die Lemken weg. Weil Federstadt ist halt einfach schnell. Jetzt der LS zweimal geöffnet. Ist noch voll Saatgut, ey. Das müsste auch angerechnet werden. Ne? Das ist schon Fahrt viel Geld eigentlich. Wenn du überlegst, sind auch 2.000-3.000. Ist halt die Frage, ob man den 4 Meter Lemken-Grubber noch da lässt. Den Klappbahn. Oder 6 Meter, was der hat. Da hat 6 Meter, den würde ich noch lassen. Ich mach mal. Jetzt habe ich ein echt großes Gefährt hier. In den beiden Sämaschinen. Einer auf der Fronthydraulik, einer auf dem Heck. Aber es wird mal Zeit. War ein Umstieg. Bisschen ausdünnen und ein bisschen auf. Wobei ich fand die Lemken echt nett so zum Mais setzen.
Oh, die Federschütte schneller. Ja. Aber ich komme mit diesem langen Gerät irgendwie nicht so klar. Ich mag auch in der Heckhydraulik lieber so die 3-Punkt-Geräte. Ich finde angehangen eigentlich besser meistens. Das sieht doch irgendwie cooler aus, oder? Aber irgendwie ist es halt so vom Handling her. Hat 3-Punkt einfach schon Vorteile. Ja. War direkt längst. Ja. Ich würde sagen, am nächsten Ingame-Tag werden wir dann Forst machen. Können wir tun. Bin mal gespannt, was wir noch für die Geräte bekommen. Hab gar nicht nachgeguckt, interessiert mich jetzt auch eigentlich gerade nicht so. Aber wir haben ja erstmal genug da und dann kaufen wir jetzt nach Bedarf, je nachdem, wie wir so Engpässe haben im Frühling, ob wir überhaupt noch eine neue Sämaschine brauchen. Oder ob wir das so schaffen, weil einer kann grubbern, einer kann säen, einer muss düngen, einer muss sich um die Tiere kümmern. Guck mal, da weiß ich gar nicht, ob man wirklich so eine Aktion noch machen kann, dass man mit 3 Leuten gleichzeitig sät oder so. Was? Mal gucken. So. Verkaufen. Oh. Die haben richtig Geld gebracht. Heute ist Promi-Shopping-Queen-Tag, oder was? Also ungefähr. Aber jetzt auch mal ehrlich. 10 Tagen ist Tomorrowland. Ja. Aber du guckst nur Livestream, ne? Du bist nicht da. Oder doch? Ja, leider. Wieder nicht. So. 16.000 Euro auf dem Konto und wir haben keine Schulden mehr. Das ist doch super. Ja. Und alles nur, weil wir gesagt haben, die Sämaschinen brauchen wir doch nicht mehr. Jetzt kann ich noch eine Sache machen, nämlich den 60er Frontlader auch noch eben verkaufen. Wird zwar ein bisschen schwierig, weil ich keinen Frontladerschlepper in der Nähe habe und in den Träger schieben muss. Aber da wir ja keinen Frontladerschlepper mehr für den 60er haben, ist es ja eigentlich auch Quatsch, den zu behalten. Hoffentlich kommt der Lindner mit den Dinger klar, da mit dem, ne? Mit dem Ballen. Den Ballen habe ich damit schon gemacht. Okay. Das halt nicht 3-4 Stück auf einmal da reinschmeißen, ne? Ja, das ist logisch. Eine nach der anderen. Ich glaube, der Johnny wird auch geil zum Anhänger ziehen, wenn wir dann mal Mais häckseln und so. Ja. Irgendwie. Das ist der Johnny, ne? Der Sound. Und der hat einen komischen Sound. Ja, der klingt manchmal, wenn du ihn anschaltest, relativ gut, finde ich. Und wenn du dann fährst, dann hört er sich so übertrieben hochtourig an. Ja, und so, weiß nicht. So ein bisschen wie ein Drescher. Ja. Ich finde, der klingt wie ein Drescher, ja. Als würde er wirklich irgendwie eine Arbeit ablaufen, weißt du, so ein Kornfluss oder sowas. So klingt der. Ja, ich habe da logisch drauf angesetzt, da versucht das zu fixen. Ja. Ich hoffe, er hat sie. Wollte er mich erst nicht machen. Bist du an der BGA? Ja. Hast du den Bunker voll? Ah, der ist voll. Okay. Die Tiere nerven einfach beim Spulen so mega. Wie viel Arbeit die machen. Hast du mal den Lindner gesehen? Ach du Scheiße. Was los? Geht gar nicht. Ja, neben den John Deere in der Scheune. Ist ein Babytrecker. Sieht aus wie ein Sitztrecker für Kinder. Oder ein Trecker für Wenn ich den Frontlader ganz hoch mache, ist der so hoch wie der John Deere. Nicht im Ernst. Das ist doch... Nee. Ja gut, der Lindner ist halt echt klein, ne? Aber... Eieieiei. Den Größenvergleich musst du dir gleich erstmal geben. Da kommst du nicht drauf klar. Hoch. Ich sag's dir. So, 17 Uhr, jetzt ist die BGA auch durch. Wahnsinn. Das ist echt so lächerlich aussieht.
können jetzt auch den Manitou nehmen für Dings, ne? Für Forst. Ja, würde ich auch sagen, weil der Lindner. Überfordern wir ihn nicht. Lass den mal fünf Meter Baumstampi. Der freut sich. Was eben, ob der überhaupt auf den großen Anhänger drauf kommt? Glaube nicht. Kommen wir jetzt erstmal zum Hof und gönnen wir das. In der BGA sind 40 Tonnen drin, das sollte reichen. Auf den nächsten Tag. Muss noch einer Firma Bescheid sagen. Über den Wochenende nach Tomorrowland. Also wenn ich, wenn Tomorrowland ist, den Montag, wo ich arbeiten muss eigentlich, sich klären, dass ich da später komme. Wegen, weil du den Livestream gucken willst, die ganze Nacht. Ja. Ja, bis 1 Uhr. Bis 1 Uhr nachts. Dann gibt's auch immer ein dickes Abschlussfeuerwerk, ne? Ja. Eine richtige Zeremonie ist das. Was ist denn der Lindner? Ich komm gleich. Ich mach grad sauber. So. Ja, der ist halt so klein im Vergleich zum Johnny, das glaubst du gar nicht. Da kommt der Johnny ja echt nicht groß vor, gerade wenn man die Achse runterfährt. Aber wenn der Lindner daneben steht, dann weiß er erstmal was Kleines. Der Lindner ist schon cool. Ja. Sieht auch total cool aus, finde ich. Und ich glaube, der hat auch seine Fans, so eine kleine eingeschworene Gemeinschaft, so eher so die Bergbauern, die davon Fans sind. Ja, und teilweise ein bisschen bergiger, ne, also von daher. Das ist ja unsere Hills, ne? Ja. Passt ja irgendwie. Aber guck mal, allein wie wir hier drin drehen können, das ging mit keinem anderen Schlepper. Na, ja, daran habe ich halt gedacht, ne? Ja. Geil, wäre halt noch eine Raupe, ne? So eine Mini-Raupe. Oh, wenn der Tag durch ist, morgen erstmal wieder die Tiere einmal komplett versorgen. Wenn ich das richtig sehe. Dann forsten. Wird jetzt schon wieder knapp, glaube ich, mit den Tieren. Und der ein oder anderen Fütterung. Vielleicht kommt, wir kriegen da gut Geld raus aus dem Forst. Wer für den Forst bei Feld 21? Mit denen angehen. Der ist eigentlich ganz cool. Das war ja der Forst, wo wir als erstes waren, ne? Echt? Ja. Den haben wir auch wieder aufgeforstet, aber das ist ja jetzt so viele Jahre her. Da dürfte jetzt mittlerweile nicht auch richtig was stehen für uns. Dann lass es dahin gehen. So, am kritischsten wird Stroh bei den Kühen, aber das müsste trotzdem noch hinhauen bis morgen. Er ist aber echt so, wenn ich auf 120 spule, ne? Dann kann ich nur zum Ausmisten von Stall zu Stall zu Stall und wieder nach vorne. Einfach. Cosplay. Geht das zum Ausmisten? Ja. Hast du mal aktiv wirklich mit Cosplay gespielt? Ja. Ja. Okay. Aber auf dem Multiplayer-Server nicht, oder? Auf dem Multiplayer funktioniert das leider nicht. Okay. Ja, jetzt kannst du gleich mal kurz gucken. John Deere und Lindner Größenvergleich. Warte mal, wir machen das auf noch extremer. Aber jetzt muss man das Licht anmachen. Alter. Das ist Licht. Aber einfach dieser Größenvergleich, ne? Mach mal dein Licht an. Wie pusht das LED-Licht? Ah, wie süß der einfach aussieht daneben. So fun. Man denkt sich echt so, put, was ist das für ein kleines Ding? Ja, das ist schon klein. Aber. Sieht schon lächerlich aus, das Ding, ne? Bisschen, ne? Boah, ich finde unsere Ausstellung ist schon ganz geil geworden. Insgesamt.
Lindner zerstört das gerade zwar so ein bisschen, aber okay. Ja. Aber ich behalte noch die Tiere im Auge. Ich lasse die jetzt auch alle ein bisschen dreckig werden, ist mir gerade egal. Wir sind so tief im Winter, Reproduktionsrate und Wolleproduktion ist eh auf Null. Da kann man ja mal ein bisschen rauszögern. Ja, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann am morgigen Tag wieder, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin, ciao!